Hallo, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. Und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich bin auch immer da. Ja, du schon. Ich rede nicht mit dir. Ich rede mit dem Zuschauer, dem da draußen. Das Ja, das? war sehr nett. Ja, ich weiß. So, dann fange ich mal an zu düseln hier. Ich laufe hier im T-Shirt rum. Wieso laufe ich im T-Shirt rum? Weil deine Mutter dir nie gesagt hat, dass du draußen Kittel anziehen sollst. Ja, irgendwie schon, ne? Naja. So ein bisschen Nahrung habe ich dabei. Es gibt auch beim Händler ab und zu mal eine Quest, weißt du, ich glaube, das war irgendwas mit. Nahrung, vergrabene Nahrungsvorräte. Ausbuddeln. Au, du. Au, du. Jetzt habe ich mein Bett kaputt gemacht. Warum tust du das? Mann. Ach ja. Was Dummes. Ja, gut. Dann. Ach, Mutter. So. Weiter radeln. Achso, stimmt, ich habe rausgefunden, die Belohnung, wenn du alle Stufe 1 Quests fertig hast, ist ein Fahrrad. Echt? Ja. Diese Quests sind noch nie wirklich intensiv verfolgt, aber das ist wirklich sehr interessant. Ist cool, ne? Weil das heißt, wenn wir die fertig haben, dann müssen wir uns auch nicht um Fahrradteile oder sowas kümmern. Okay. Oh, pass auf dich auf. Boah. Hilft doch nicht. Ich sag nur. Das ist hier Wir waren kaputt. zwar im Keller, aber wir haben es immer noch nicht in die Garage geschafft, ne? Stimmt. Sie ist immer noch zugemauert. Ich glaube, da mache ich mich mal nachher nach der Nacht. Oh! Bin weg. Alles gut bei dir? Hört es sich nicht so an. Er kann gerade nicht. Nee, ich kann gerade nicht. Moment. So, was wolltest du? Ich wollte nichts. Wir wollten nur sagen, dass wir die Garage noch nicht mal aufgemacht haben, obwohl wir den Keller schon untersucht hatten. Ach so. Kein Durchgang für die Garage gefunden. Ja, die ist ja auch zu. Aber. Was tut dir denn weh? Oh. Bist du tot? Ja, ich dachte, ich schaffe den Bär, aber irgendwie Hat hat der Bär dich geschafft? ja. Okay, ein Bär ist ziemlich hart und der hätte aber auch echt geil Fleisch gegeben. Vor allem, da lag noch ein Kojote. Das ist Fleisch. Oh nein. Oh Gott, jetzt ist es abends. Musik hört sich nicht gut an, wisst ihr das? Weiß ich nicht, weil ich habe Musik ja immer aus. Okay, da fängt die Folge doch schon richtig gut an. Ja. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Also bis jetzt bin ich noch Spitzenreiter gegenüber Imp mit 6 Tode. Bis jetzt gewinne ich. Es ist eine Herausforderung. Aber sowas von. Aber zumindest habe ich jetzt keinen Hunger mehr. Das ist doch auch was wert. Ist echt Vorteil. Ich muss gerade mein Zeug ausräumen hier. Ich bin komplett voll, stehe aber vorm Händler. Oh, toll. Kann nicht rein, weil der natürlich zu hat. Warum der nachts seine Pforten zumacht, ne? So was von Ich verstehe es nicht undankbarer mal. Kerl. Ich verstehe es echt absolut nicht. Schlafen kann er auch, wenn er tot ist.
Eben. Ich höre schon wieder Viecher hier. Ich will aber eigentlich eine neue Quest von ihm. Ja, ich will aber bis 6 Uhr morgens warten. Ja, aber ich will jetzt nicht die ganze Nacht hier verbringen. Ich gehe mal da auf den Berg. So, wo ist denn der Bär? Ich kann der durchgestrichene Blitz bei Strider nicht zuordnen. Das ist das mit Twitch. Achso. Achso, ja, aber weiter habe ich. Wir dürfen gerade nichts mehr machen. Oh. Oh. Weil ich gestärkt bin. Ach stimmt, die sind dann blockiert bei dir, ne? Genau. Wenn du gestorben bist, dann hast du 5 Minuten abgelenkt. Schwachen Fernkampf auf Imp. Ist das ein Buff oder ist das ein schwach im Fernkampf? Ist glaube ein Buff, oder? Oh ja. Ja. Ah, 75% weniger. Da ist mein Bär. Das hier ist Blei, oder? Der Bär noch angekratzt von meinem letzten Part? Weiß ich nicht. Oh, ich habe eine super Idee. Was hast du denn für eine Idee? Oh. Ich kann jetzt den Bären mit Krallen. Ja. Oh. Mal gucken, ob das funktioniert. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Bergbautipp. Okay. Doch, das fällt nicht runter, ne? Verschmalzen. Nee, Mario, du musst bei mir gar nicht erst gucken, wie viele Punkte du hast. So. Bist du tot, Bär. Doch kein Blei mehr. Wahrscheinlich nicht. Kam bei euch jetzt eine Meldung, dass ich den Wegpunkt entfernt habe? Bei mir nicht. Okay. Okay, habe ich erwischt, ne? Jetzt ist er doch da. Wo ist denn der Bär jetzt? Der steppt jetzt im Wald. Ja, da steppt der Bär. Scheiße. Ah, da. Da. Aua. Oh. Denn hier rum, ey. Wir haben keine Reparaturkits, ne? Nee, hat man nicht. Da braucht man das geschmiedete Eisen, glaube ich, dafür. Ja, weil meine Hacke ist gleich kaputt. Meine auch. Mhm. Jeden Moment. So, die wollen jetzt durch die Wand. Ja. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, gell? Nee, ich hab mich an die Wand geklebt und die kommen einfach gar nicht an, aber jetzt versucht die Wand zu kommen von oben. Als Erz und Stein. Ja. Okay. Bär wäre mir halt echt lieber. Nee, der. Ich hänge jetzt noch 5 Stunden vor dem Händler rum und baue hier Zeug ab.
damit ich die Zeit sinnvoll nutze. Okay. Mhm. Ja, sonst wäre es ja schade, wenn ich hier einfach nur rumstehe. Schrei, du Bestie, schrei. So, Bär, wo bist du? Komm her. Ich soll mir gar nicht verstecken. Bestimmt der irgendwo. Nein, nicht den Geier. Alter Sau. So, Geier, wo bist du? Ich finde es so toll. War das mit dem losen Mundwerk? Gerade noch gelacht. Ja, ja. Ist der Geier nicht da. Der kriegst du ja mal was weiß ich, wie lange vorher Bescheid, ey. Hallo, Herr Geier. Zufrieden aufgestellt? Also ich hatte jetzt keinen Voraus. Ist er vielleicht bei dir im anderen Raum gespawnt oder so, wenn du daheim bist? Nee, daheim bin ich nicht. Aber ich bin an einem großen Haus. Es kann schon sein, dass der wahrscheinlich jetzt im Haus gespawnt ist. Schwacher Fernkampf. Das geht recht schnell wieder weg, mach dir keine Sorgen. Ja, es sind ein paar Sekunden. Da oben der Bär. Okay, die Idee war echt so. Da war hier ein Asphalt. Was war denn das jetzt wieder für ein Geräusch? Taubheit. Na, der lässt sich heute was einfallen hier. Oh, das ist aber fies, wenn jetzt irgend so ein Mistvieh von hinten kommt, kriegst du nichts mit. Jetzt höre ich noch nicht mal, was ich abbaue. Ja, ich auch. Da ist der Puma. Ich habe schlecht, du hörst nicht. Was? Ja, aber ich sehe ihn. Man hört es ganz, ganz wenig. Der geht auch rein. Also einen Baum hört man leicht fallen. Klopfen hört man ganz leise. Mhm. Ja gut, aber das sind eigentlich sehr laute Geräusche. Oh. Hui, das war aber knapp. Okay, jetzt geht's wieder. Was kommt denn jetzt? Achso, okay, mal Geräusche. Dachte klar. Ja. Oh mein Gott, das sind Geräusche. Los. Hey, ja, Miezekätzchen. Also wenn ich so weitermache, dann sitze ich hier echt bald fest. Immerhin hast du keine Kiste angefangen, um dein Inventar zu lernen, um dein Inventar dann wieder voll zu machen. Da ist der Wolf. Ich habe eine Hundehütte entdeckt. Die beschissene Nacht endlich vorbei. Da ist ein Geier bei mir. Oh. Oh. Wo kam der jetzt her? Der war jetzt aber nicht gespawnt. Der war ganz normal vom Spiel. Ach Mann. Alter. Oh, ich glaube, den Puma habe ich. Glaubst du es nur oder weißt du es? Ich glaube es. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr los. Oh, hallo. Hi.
Oh. Hallo? Hui. Oh, okay, da war doch noch ein bisschen mehr drin, als ich dachte. In dem Puma? In dem Haus. In dem Haus. So. Bücher. Da vielleicht anstellen. Ein Bauplan für eine AK-47. Sehr schön. Nein, 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 nein. Fall runter, hau ab. Hält denn der Bär hier auf? Oh, Melle, weißt noch, wo wir zwei dieses Bärenproblem hatten an der alten Firma? Fürchterlich. Kann man Stühle eigentlich auch. Ja, das Rider ist gleich hinüber. Ja, und alles nur wegen dem Bären. Ich will jetzt eigentlich den Puma da drin vernaschen. Der vernascht dich, wenn du so weitermachst. Das sind ja viele Lebenspunkte. Nee, der Puma kriegt mich zum Glück nicht, weil der ist schon hinüber. Kochtopf brauchen wir nicht mehr, oder? Bring einfach mit. Ich habe nachher wieder zwei Feuerstellen. Ich frage gerade nur, weil mein Inventar so schon voll ist. Ja, dann lass ihn liegen und dann machen wir das beim anderen Mal. Ich leg irgendwann werden wir wieder einen finden. Ich lege ihn in meine Kiste beim Händler, dann finde ich ihn auf jeden Fall wieder. Mhm. Oder ihr, ich tue sie auch gleich aufschließen. Genau. Okay, der Bär, habe ich keine Ahnung, der ist echt ein bisschen mies drauf. Also die Armbrust macht Spaß. Da ist er. Schießt dir in den Popo. Denk dran, wenn du schleichst, hast du Schleichbonus, gell, im Schaden. Doppelten oder vierfachen, je nachdem. Ah. Was war das jetzt wieder? Au, 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 au. Ach, langsam. Aber es war Schneckentempo. Ja. Deswegen konntest du nicht so schnell bauen. Ja, das war jetzt, aber ich habe den Puma eingesammelt. Höhen. Und dafür hat der Bär dich jetzt eingesammelt, oder? Nee, die zwei Zombies, nachdem ich den Bär endlich getötet hatte. Ach so. Naja. Muss ich nur schnell meinen Rucksack wieder holen. Schnell ist gut, oder Schneckentempo? Nee, bei mir nicht mehr. Ach so, du bist gestorben. Ich bin gestorben. Stimmt, das bereinigt. Das bereinigt jeden Parasiten, den er mir gibt. So, das würden wir dir nie geben. Ich sollte nicht so viel draußen rumreisen, aber ich wollte ein bisschen Nahrung beschaffen. Aber irgendwas machst du dabei falsch. Ich leg mich mit dem Dicken an. Das war, glaube ich, mein Fehler. Dann, warte mal, dafür hat es einen Begriff. Mach das nicht. Kann ich aber. Dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, mein Freund. Ja, ich lebe gerne damit. Ja. Oh ne, bei mir ist eine Abstimmung. Wie? Zwischen was? Spinnen, Zombies, Touristen oder irgendwas. Aber es werden die Spinnen. Nein, viel Spaß. Ich bin da nicht bei dir. Das ist okay, ich lade meine Waffen nochmal. Scheint, als hätte ich einen schon. Zwei schon. Drei schon. Oh, die Armbrust ist toll. Die Armbrust ist sehr toll. Das ist schade, der ist jetzt tatsächlich weg, den ich getötet habe.
Die wissen nicht mal mehr, wo ich bin. Die sind neben mir gespawnt und wissen jetzt nicht mehr, wo ich bin. Aber ich habe immerhin trotzdem 25 Fleisch. Hey, 5 gekochte. Ja. Sauber. Sauber. Zerbrochenes Glas. Ah nee, zerbrochenes Glas war Selbstmord, gell? Ich war gerade im Überlegen, warum kann man das essen und warum steht da dran Durchfall? Aber du kriegst davon keinen Durchfall. Du stirbst ja davon. Hey, du kannst zerbrochenes Glas essen? Ja, dann stirbst du. Okay. Das ist die Selbstmordmethode hier in dem Spiel. Da steht dann dran, Durchfall 0%. Und ich dachte gerade, warum soll man vom Glas Durchfall bekommen? Und dann hat mein Gehirn den Rest gemacht. Okay. Na dann. Ein Zombie-Angriff auf Imp. Schon wieder? Ja, kriegst du jetzt gerade. Nö, die habe ich schon getötet. Das war die Abstimmung. Wahrscheinlich hängt es ein bisschen hinterher, Schatzi. Ja, ich bin weit hinterher, ich weiß. Wie immer. Er muss sich noch von seinem Todestrauma erholen. Ja, eindeutig, deutlich. Alles gut. Ah, 6:05 macht der Händler auf. Ja. Ich hab's auch schon beim Händler zu sein. Du bist bei mir? Nee. Nee, ich bin hier bei unserem Händler in der Nähe. Du bist ja, wer weiß, wo guckst du? Ja, bei dem Spawn-Händler. Bei dem Spawn-Händler? Ja, da, wo wir gespawnt sind, wir zwei. Die 2 Kilometer entfernt, weil ich da schon die Quests ja hatte. Nee, den nimm. Der ist mir zu blöd. Schon Nacht vorbei, ne? Ja. Ist vorbei. Du bist wieder befreit. Na, dann schauen wir mal, was uns in der Garage erwartet. Da ist ein Huhn. Haus um. Oh, du hast eine Abstimmung. Hab ihn. Was gibt's denn bei dir? Oder ist das ein Tanzfädel oder Klamauk? Oh ja, Klamauk bitte. Ah, nochmal Klamauk. Ah ne, halt das Konfetti. Klamauk war. Ja. Mit einer Schrotflinte auf dem Hühnchen. Das. Oh, das sind 2. Was verkaufen wir denn da noch? Wackel nicht so mit dem Kopf. Kannst dem nicht befehlen, was sie tun sollen. Rest behalte ich. Die können weg. Das kann weg. Ah. Klamauk, okay. Das hat mich gerade selber erschrocken. Wenn die Schritte noch her aus der da. Ist nur der hier? Ja. What a wonderful day. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Kopfmod für mich bitte. Here's your pay. Aufgaben. Da. Ab zum Händler. Zombies. Was gibt's denn hier so? So, dann gucken wir mal. So, ich hab kein Geld dabei, okay.
Ja, das Geld ist bei mir. Ja. Liebe Dame, was hast du denn für mich zu tun? Beseitige Zombies, Zombies, vergrabene Vorräte. Hier, das war... Dankeschön. Wen willst du knutschen? Ach so, deswegen hat die mit dir immer geflirtet. Jetzt verstehe ich. Bist du bei meiner Jen? Ja. Melle? Ja. Pfeif mal deinen Tipp zurück. Nö, keine Zeit. Jetzt? Oh nein, nicht eine Postabstimmung. Nein. Nein. Hä? Nein, wollen. Da hinten. You come back sometime. Fahr schon mal in Richtung nach Hause kurz. Was machst du da? Weil da gleich eine Bossabstimmung hier. Da kommt gleich eine Krankenschwester. Geh weg? Geh weg von mir. Ja, aber da kommt eine Krankenschwester. Oh, das ist mir Bums. Kommen die Krankenschwester? Wenn ich schon... Die wirst du ja, doch wenn wohl... ich schon sterbe, denn... Nee, das ist ein Boss. Ja, aber bis die abstimmen, bis ich bei dir bin... Ja, eben. Muss der allein klarkommen. Geh in die Kammer unten. Oh. Wie heißt denn das? Y'all come back now. In den Bunker. In den Bunker. Die werden sich schon durch... Ja, ja, die werden sie da durchbeißen. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich hab meinen Favoriten gefunden. Moment. Ah, lass mich raub da. Du hast doch noch Dynamit und so Zeug. Ja. Wenn sie draußen sind, dann schmeiß es dir auf die. Ja, warte. Wie, du gehst ins Man sollte es auch anzünden vorher. Das ist jetzt aber echt doof, wenn ich jetzt hier schmeiße. Dann haben wir wieder Löcher. Genau das. Oh. Oh, scheiße. Oh, ich habe eine Mine entdeckt. Oh, die sind auch noch gepanzert. Steht ja dran, gepanzerte Lakaien. Ja. Alter Verwalter. Okay. Jungs. Du schaffst das schon. Wenigstens hören sie sich nicht ganz so schlimm an, oder? Oh, na, runter mit dir, hau ab. Du sollst dich nicht auf den anderen draufstellen, um dann raufzukommen. Oh, komm, Boss weg, Boss weg. Die kann ich gar nicht aufheben. Ist ja blöd. Oh, scheiße, jetzt bin ich unten. Genau. Kann man Pilze nicht mehr aufheben? Ich kann die nicht... Die hatten wir doch immer mit angepflanzt. Oh, jetzt sind sie nicht mal gepanzert. Da muss man die abbauen. Ah, die muss man abbauen inzwischen. Oder schon davor. Soundeffekte sind so geil. Jedes Mal denke ich mir so, da kommt jetzt ein normales Schussgeräusch und dann Phew. Oh Mann. Eieiei. Genau. Hier war unsere alte Base. Hast du überlebt? Findet. Noch laufen die ein bisschen rum hier.
Quick, quick. Jetzt komme ich nicht richtig ran. Nee, ich komme nicht richtig ran an die. Das so. Die sind ein bisschen unter mir. Solange sie nur unter dir sind und nicht neben dir. Da. Ja, aber auch hartnäckig Frauen hier. Die wollen halt was von dir. Die meinen es ernst. Oh. Aber gleich so viele komme ich ja gar nicht mit klar. Hm. Ach shit. Muss das Ding noch repariert werden? Sind nur noch 7 Stück, gell? Ah, wenn die laufen würden, ne? Ich versuche, das klappt so nicht. Kommt mal her, meine Mädels. Du und deine Mädels, ey. Tief durchatmen. Jetzt schafft das. Ich hoffe, die haben mich noch nicht gesehen. Wir kriegen ganz viel Besuch zu Hause. Von Strider, oder? Nein. Nee. Aber ich bin gerade schwach. Du bist schwach. Ja. Brauchst du einen starken Mann, der dich verteidigt. Strider. Ah. Oh, scheiße. Nein, jetzt bin ich hinüber und... Ja. Oh! Da-dam. Ja, und an der Stelle machen wir natürlich auch Schluss für die heutige Folge. Ciao, ciao. Tschüss.